Okay, und herzlich willkommen zurück. Der wollte ich gerade nicht so. Naja, ich bin Lopetti und willkommen zurück in Battlefront 2. This is it, men. We have to hold this beachhead until reinforcements arrive. No retreats. Ja, man sieht vielleicht, das HUD hat sich verändert. Das HUD hat sich verändert. Nein, das HUD hat sich verändert. Und... Ey, das ist zu laut. Das ist ein bisschen zu laut. Ey, oh, das ist schon auf Minimum. Verdammt, also. Ja, und die Farbe auch unseres... Also die Skinfarbe hat sich ein bisschen verändert. Ich habe zwischendrin mal so ein paar Mods eingefügt. Na, in der Mods. Und, naja. Ich habe sie relativ wieder rausgemacht. Alter. Erstmal wieder einspielen. Oh, oh! Ei, das wird schwer zu halten. Und, naja, ich... Die verarschen mich gerade so ein bisschen. Jetzt kam eine Weile keine Folge mehr. Interessant. Und, naja... Man sieht auch, ist jetzt auf HD. Ich habe jetzt eine bessere Internetleitung. Achso, jetzt aktuell noch nicht, aber in knapp einer Woche. Aber ich nehme schon mal voraus auf. Outlast habe ich erst 2 Stunden aufgenommen. Da habe ich dann nicht mehr durchgeblickt. Und naja, jetzt Battlefront dran und Minecraft kommt dann auch noch. Also alles kommt erst wieder. Weil ich komplett im Rückstand liege, einen halben Monat oder mein einen ganzen Monat sogar nichts hochgeladen. Dass ich da keinen einzigen Abonnenten verloren hat, hat mich gewundert. Obwohl bei der aktuellen Zahl 30, das ist kein großes Wunder. So, der Panzer, der nervt einfach, ne? Der... Wer hat mich denn bitte umgebracht? Was ist das denn? Entschuldigung, ich habe jetzt so einen komischen Husten. Ich rauche aber nicht. Ich trinke nur viel. Ja, apropos. Morgen ist bereits Silvester, also übermorgen ist das Neujahr. Und dann. Was soll das versterben hier? Alter, der nervt halt. Ich hasse es, wenn die so hin und her rennen. Das geht nicht. So, die halten noch die paar Sekunden. Jetzt können wir uns auch hier verpissen. Wunderschön. Entschuldigung. Neues Ziel. Die KUS beginnt mit dem Angriff auf die Wookiee-Basis. Ziehen Sie sich hinter den Uferdamm zurück und befestigen Sie die Position, sonst müssen Sie erst aufbauen. Ah, jetzt war sie ziemlich. So, erstmal abhauen. Anscheinend haben sich aber nicht alle Mods ganz entfernen lassen. Ich habe sie aber noch gebackupt. Denn das sind knapp 15 GB Mods. Obwohl das nicht sehr viel sind, ich glaube 20 oder so insgesamt. Trotzdem so viel. So, die müssen, können wir auch noch 4 Minuten die Raffinerie verteidigen. Wisst ihr? Der verarscht mich. So, was ich machen sollte. Obwohl, nee, mach ich nicht. Ich will einfach mal schauen, was passiert. So, das Ding geht ja gleich kaputt. Wie es aussieht. So, da wechsle ich mal schnell hier. Verpiss dich nicht. Jetzt schießen sie mit Raketen hoch.
Okay, das wird so gefährlich da oben. Und kann man gleich auch hier rein. Alter, man husten. Wieso versuche ich die ganze Zeit mit F zu Raketen zu schießen? Ich habe das, glaube ich, mal auf F gehabt, aber sich irgendwie verstellt, natürlich. Brace yourselves. So, hallo, hallo, hallo. Ah! Kurschen halten, kurschen halten. Also, Steuerung ist ein bisschen komisch. Aber im Panzern ist sie generell komisch. Da ist nichts Neues dran. Ich sollte nicht meine Leute fahren, wenn die mir Granaten ranwerfen. Aber ich kann die alle überfahren. Wow. Ihr Schweine! Das sind praktisch die Schweine. Was? Natürlich, der eine. Ah ne, das ist ein Panzer. Ich wollte gerade was sagen. Der eine. Die eine Magna-Wache will mich aufhalten. Okay, General Grievous im Einsatz, dann. Nein, ja, gut. Wäre es was anderes. Natürlich. Der ist down, das ist gut. Trotzdem müssen wir noch eine Minute halten und unser Panzer ist so gut wie im Arsch. Und deswegen fliege ich immer ein bisschen rum. Aber zur Seite kann man nicht boosten, ne? Das ist ein bisschen blöd. Oh, das ist mir zu gefährlich jetzt darin. Ich bin gewöhnt, immer wenn Fahrzeuge bremsen, von draußen springen. So, das ist auch ganz schön in einem, wo, weniger als einem Monat, kommt GTA 5 für den PC raus. Das wird natürlich auch aufgenommen. Für jeden, der jetzt reinschaut, könnte es es geben, ein paar Freunde sind dabei, zwei Stück. Der, wer auch Blacklight geschaut hat, wahrscheinlich sehr, sehr wenige, die kennen wird. Ach stimmt, Blacklight habe ich auch noch eine Folge zum Hochladen, die ist auch schon ein gut zwei Monate immer noch mit drin. Aber die muss ich noch ein bisschen durchrendern, weil ich die vorerst, weil ich keinen Speicher hatte. Push forward and send them packing. Proud I am. Just stand by the Yoda. Der englische Yoda klingt viel besser. Aber den spielen wir mal nicht. Weißt du was? F2. Den spielen wir mal nicht. Wir versuchen es mal mit der Hand einzunehmen. Also. Als Soldat einzunehmen. Erstmal in die Rakete. Schwinkel mit leider nicht, ist ein bisschen schade. Der Clone Commander sieht richtig stylisch aus. Also die Soldaten haben sich ein bisschen geändert. Das ist noch ein Mod. Genau wie das hat und hier auch die Fake-Konsole und alles. Kann ich ja mal schnell zeigen. Hier kann ich Gegner spawnen, mich gewinnen lassen, mache ich aber nicht. Das sagt ihr jetzt nur so Specials, ich denke schon, wo kommen die Minen her? Die man für sich selber nutzen kann, aber im Let's Play ist es ein bisschen blöd. Ich könnte mal, wenn das Let's Play hier vorbei ist, das Kampagnen-Let's Play, kann ich ja mal auf diese extra Maps schalten, die ich mir geholt habe. Alter, halt die Gusche, halt die Gusche, halt die Gusche, halt die Gusche. Verarscht mich, der verarscht mich, der verarscht mich, der verarscht mich. Ich verpiss mich.
Oh, der kriegt mich. Was war's denn? Kriegt mich nicht, und das sind überall Wookies. Ich bin safe. Da oben ist niemand, das ist gut. Ich habe auch die Original Kashyyyk Map. Also, die aus dem Film direkt nachgebaut wurde. Ah, die ist so hardcore, also da kommt man nicht zum selber zum Schlachten. Wo ist er, da ist er. Bam, noch ein Brustschuss. So, wo war ich, ja. Die Blacklight vergeht, die ist noch im Ordnung drin. Ist für dieses Display uninteressant. Aber einfach mal, um es gesagt zu haben. So, da will ich sterben. Nein, nein, nicht nach Angriffen. Das ist das Schönste, wenn er mit dem Schweißgerät rumrennt. So, erstmal hier Hammer zurückschlagen. Das wäre viel schwerer, wenn diese wenn die Feinde es zurück einnehmen würden. Ach, der macht es schon. Vielleicht macht das auch nicht. Ich weiß nicht. Wieso steht da ein Besitz der Panzer? Ei. Ich muss sagen, im ersten Battlefront, also im ersten Teil, habe ich ja auch selber gespielt. War für die PlayStation 2, ja. Also für die PS2 habe ich es noch. Genau wie hier, nee, hier nicht. Was muss ich sagen? Ach ja, krass. Und ich muss sagen, ich fand die KI in dem Teil wesentlich, also im ersten Battlefront, wesentlich schwerer als die hier. Das war schön, jetzt haben wir gewonnen. Hier, den hau ich noch weg. Vielleicht noch nicht. Nee, nicht. Alle Schlüssel durchgegangen. Anscheinend kommt kein Movie mehr. Interessant, freut mich auch. Viermal gestorben, 114 Kills, ernsthaft. Zweimal Raserei, einmal Wächter, viermal Ausdauer, einmal Kickzeit. Wir sind gestorben 8-mal bei 255 Kills und sind Veteran in Wächter, in Ausdauer und in Kriegsheld. So, was ich gerne leveln würde, wäre Regler, das geht, und Meisterschütze vielleicht, Techniker, das geht nur bei Spezialmissionen. Ja, toll, jetzt hat sich das Spiel aufgehängt. Wir sehen uns gleich wieder.